Weihnachten auf der Kippe. Eine Adventskalendergeschichte der evangelischen Kirchengemeinde Uellendahl-Ostersbaum. Wir schreiben das Jahr 2020. Corona hat die Welt verändert und im Himmel fragt man sich, ob Weihnachten in diesem Jahr nicht besser ausfällt. Der Engel Abiel wird in Gestalt eines Paketboten auf die Erde geschickt, um das herauszufinden. Auf seinen Touren lernt er viel über die Menschen. Sein Kollege Kurosch aus Iran begleitet ihn dabei. Er weiß natürlich nicht, dass Abiel ein Engel ist. Und er ahnt auch nicht, dass Weihnachten auf der Kippe steht. Eine unzufriedene Kundin. Am nächsten Vormittag nach ihrer ersten Runde hat Kurosch irgendetwas bei der Post zu erledigen. Abiel sitzt in der Seitentür ihres Wagens, der mit blinkenden Lichtern im Halteverbot vor der Postfiliale steht, und ruht seine schmerzenden Füße aus. Schon so früh am Tag vermisst er seine Flügel ungemein. Auf dem Bürgersteig stehen die Leute Schlange. Zwei jüngere Damen scheinen sich zu kennen und unterhalten sich. Weil sie natürlich Abstand halten, reden sie ziemlich laut. »Na?« fragt die hintere Dame ihre Vorderfrau fröhlich. »Hattet ihr gestern auch den Nikolaus bei euch?« Abiel spitzt die Ohren. Die Angesprochene verzieht das Gesicht. »Hör mir bloß auf damit, so ein Reinfall!« Die hintere Dame sieht sie verwundert an. »Aber ich hatte euch doch die Adresse von dieser Agentur gegeben. Hatten die keinen mehr für euch?« »Doch«, schnaubt die andere, »und was für einen. Ich hatte dem ja vorher alles durchgegeben, was er in sein goldenes Buch schreiben soll. Du kennst ja das Ganze«, seufzt sie, und ihre Gesprächspartnerin nickt mitfühlend. Dass der Frederik viel zu oft Computer spielt und sich keine Mühe mehr mit den Hausaufgaben gibt. Das merkt man auch an seinen schulischen Leistungen. Ich hatte da letztens ein ganz unangenehmes Gespräch mit seiner Lehrerin. Wirklich, so kurz vor Weihnachten habe ich echt anderes zu tun. Wieder nickt ihre Bekannte. Ich weiß, was du meinst. Die Zeit ist sowieso stressig genug. Wir haben ja so Probleme mit unserer Sophie. Die kommt morgens einfach nicht in die Gänge. Wir kommen fast immer zu spät in den Kindergarten. Diesmal nickt die Vorderfrau energisch. Gerade in der Weihnachtszeit muss die Familie einfach funktionieren, sonst klappt das ja alles gar nicht. Genau, pflichtet die andere ihr bei. Das hat unser Nikolaus der Sophie aber auch sehr gut erklärt, dass wir alle als Team arbeiten müssen. Die hat ganz schön groß geguckt, als er mit seiner Rute gewackelt hat. Aber dann hat sie natürlich trotzdem ihr Geschenk bekommen, fügt sie etwas schuldbewusst hinzu. Da hat sie sich natürlich gefreut. Ja, bestätigt ihre Gesprächspartnerin, du hattest ja ganz tolle Bilder gepostet. Stolz nickt die andere. Dann wird sie wieder ernst. Aber was war denn jetzt bei euch mit dem Nikolaus? Ihre Bekannte holt tief Luft. Der hatte ja ganz klare Anweisungen von uns. Er sollte dem Frederik erklären, wie wichtig die schulische Bildung für seine spätere Karriere ist. In welcher Klasse ist der Frederik nochmal? Fragt die andere. In der zweiten, sagt ihre Bekannte. Und alle Experten sagen dir ja, dass die zweite Klasse ganz entscheidend ist für später. Natürlich, pflichtet ihre Freundin ihr bei. Und das hat er nicht so deutlich gesagt. »Wenn es nur das wäre«, ruft die Nikolaus-Geschädigte. Erstmal kam der ganze 10 Minuten zu spät und hat nach Zigaretten gestunken. Und dann baut er sich vor dem Frederik auf, holt das Geschenk raus und erklärt ihm, er habe sein goldenes Buch zu Hause gelassen. »Geschenke sind Geschenke«, hat er gesagt, »die muss man sich nicht verdienen.« »Nicht möglich«, staunt die andere, doch ihre Bekannte ist noch lange nicht fertig. Und dann dreht er sich zu uns Erwachsenen, rasselt mit seiner Rute und sagt, dass wir unsere Kinder gefälligst Kinder sein lassen sollen. Und dann ist er einfach gegangen. »Nein«, ruft ihre Gesprächspartnerin, »das ist ja furchtbar, was euch da passiert ist.« »Wirklich«, sagt die Vordere, »und man sollte ja meinen, bei so einer Agentur, das sind ja Profis, die müssen doch verstehen, worum es zu Nikolaus wirklich geht. Aber ich habe denen schon eine ganz schlechte Bewertung im Internet gegeben und Geld bekommen die auch keins.« »Richtig so«, pflichtet ihre Bekannte ihr bei, und dann ist ihre Vorderfrau auch schon an der Reihe und die beiden verabschieden sich und verabreden sich für irgendwann im neuen Jahr, wenn der ganze Stress vorbei ist. Kurosch kommt aus der Postfiliale und deutet Abiel, ins Auto zu steigen. Als Abiel grübelnd auf den Beifahrersitz klettert, sieht sein Kollege ihn erstaunt an. »Warum du machst so komisches Gesicht?«, fragt er. »Ach«, sagt Abiel, »weißt du, ich habe den Eindruck, je länger ich hier unten bin, desto weniger verstehe ich die Menschen.« Dann schlägt er sich erschrocken die Hand vor den Mund. Er muss aufpassen, sich nicht zu verraten. Aber Kurosch scheint sich keine weiteren Gedanken zu machen. »Ich dich auch nicht immer verstehen, aber trotzdem gute Kollege«, lacht er und startet den Motor.